Ja, liebe Rammstein-TV-Zuschauer, die Sommer-Holiday-Tour geht weiter. Auf Bürgermeister Ralf Heckler folgt nun der erste Beigeordnete Markus Klein und auch er hat einiges zu erzählen. Auf geht's! Ja, das neue Amt ist anspruchsvoll und sehr abwechslungsreich. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin ja jetzt seit 3 Monaten im Amt, im Rathaus. Jetzt im Sommer haben wir natürlich auch Gelegenheit gehabt. Ich habe Gelegenheit gehabt, vieles kennenzulernen, mich in meine neue Aufgabe noch mehr einzuarbeiten. Und das ist ein sehr tolles Betriebsklima auch, in dem wir arbeiten. Viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich muss sagen, ich fühle mich richtig wohl. Es macht viel Spaß. Das Ferienprogramm, das die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach bietet, ist sehr bunt und ich fand, es ist ein richtig gelungenes Programm mit vielen tollen Beiträgen. Es gab viele Ehrenamtliche, die sich dafür engagiert haben, vom Tennis über Bogenschießen, Jiu-Jitsu, Fliegen. Es war alles dabei, vieles geboten, Kreativkurse natürlich, die Betreuung im Mehrgenerationenhaus. Ich kann sie gar nicht alle aufzählen, es war ein richtig buntes Programm und jeder, der dabei war, fand es, glaube ich, toll. Die Kinder, um die es hauptsächlich geht, die waren auch zufrieden, denen hat es gefallen. Das ist die Hauptsache und ich habe mich immer gefreut, wenn ich dabei sein kann und die Schwimmbadkarten übergeben kann. Bei dem Wetter kann man sie ja jetzt auch optimal gebrauchen. Ohne das Jugendbüro und das Team von Volker Hammel wäre es überhaupt gar nicht möglich, dieses Ferienprogramm auf die Beine zu stellen. Also sie haben gerade jetzt wieder in diesen Sommerferien gezeigt, was sie drauf haben. Aber es ist ja viel mehr als ein Jugendbüro. Inzwischen ist das Jugendbüro Anlaufstelle für die ganze Familie, von jung bis alt. Die kommen vorbei zum Volker Hammel und seinem Team und fragen einfach, wenn sie Fragen haben im sozialen Bereich, von der Betreuung über die Unterbringung oder auch im Flüchtlingsbereich, wo ganz tolle Arbeit geleistet wird. Ohne das Jugendbüro wären wir in der Verbandsgemeinde ziemlich aufgeschmissen. Ich bin froh, dass ich das Jugendbüro habe, auch als Ansprechpartner für mich in allen Fragen, die ich habe im sozialen Bereich. Was man im Jugendbüro auch merkt, ist, dass es ein tolles Team ist, die mit Leidenschaft an ihrer Aufgabe arbeiten und die da alle hinten dran stehen. Jemand, der da nicht mitzieht, den gibt es da nicht. Die sind alle voll mit Leidenschaft hinten dran und ich denke, das ist ganz wichtig und deswegen macht es auch richtig Spaß, mit denen auch zusammenzuarbeiten. Es ist ein tolles Team und vielen Dank, Jugendbüro, für das, was ihr hier macht. Es ist ein Riesenglücksgriff und eine Bereicherung für uns im Jugendbüro und in der Verwaltung, dass es uns gelungen ist, in den letzten Jahren immer jemand auch dabei zu haben, der Erfahrung bei uns sammelt, der aus dem Ausland kommt, der einen anderen Blickwinkel hat. Eloy hat das auch eingebracht, er war wahnsinnig engagiert und ich bedauere es sehr, dass er jetzt schon vor der Zeit gehen muss. Wir hätten ihn noch gut brauchen können. Er wäre auch gerne geblieben, aber manchmal ist es so, wir haben einen guten Freund gewonnen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles Gute, Eloy, für deine Zukunft und schön, dass du bei uns warst. Ja, wir haben jetzt gerade 25 Jahre Azur gefeiert mit einem ersten Fest, dem Schwimmbadfest. Es wird am 3. Oktober noch ein weiteres Fest geben, ein Tag der offenen Tür hier im Schwimmbad im Azur. Das Azur ist das ganze Jahr geöffnet, bietet Spaß für die ganze Familie, nicht nur im Sommer. Das muss man auch bedenken, wenn man sich die Mehrfachkarten kauft. Man kann sie im Sommer benutzen, man kann sie im Winter benutzen. Bei jedem Wetter sind wir da. Auch dafür braucht es ein Team, das immer hinten dran steht, dass nicht nur die, die am Beckenrand stehen, sondern auch die, die die Technik machen, die sauber machen, das Kassenpersonal, ich will da keinen vergessen, natürlich auch die vom Butsche, die dafür sorgen, dass es allen auch gut geht und gut versorgt ist. Das Azur ist ein gutes Schwimmbad, wir in der Verbandsgemeinde sind froh, dass wir es haben und der Zuspruch heute an einem sonnigen Tag wie diesen macht es ja auch deutlich, die Leute freuen sich auch und darum geht es. Ja, am Montag geht ja die Schule wieder los, neues Schuljahr beginnt. Ganz besonders wichtig, es steht auch groß im Amtsblatt, aufpassen auf die Schulkinder, die jetzt ihren ersten Schulweg haben. Das gilt insbesondere an die Autofahrer und auch an die Eltern, damit alle sicher auch in die Schule kommen und sicher wieder nach Hause kommen. Ich wünsche allen einen guten Start ins Schuljahr und nachmittags, hoffe ich, scheint die Sonne und man kann trotzdem noch ein bisschen Freizeit im Azur genießen. Das gehört ja auch dazu. Guten Start ins Schuljahr, alles Gute.
So, ihr Lieben, das waren die zwei Sommerinterviews und im nächsten Beitrag geht's endlich los mit der Präsentation des tollen Ferienprogramms. Den Anfang wird übrigens der Tennisclub aus Ramstein machen.